Kapitel 14. Ich habe dich bereits erwartet. Der Bote sitzt auf einem Stuhl im Zimmer der Gaststube, als Sario später am Nachmittag ankommt. Die Sonne steht tief und wirft honigfarbene Strahlen durch die Fensterscheiben. Man sagt, es war ein interessanter Tag bisher. Erzähle mir davon, Sarius. Gab es etwas Außergewöhnliches? Ein Nein würde der Bote als Antwort nicht gelten lassen, so viel war klar. Ein Mädchen namens Aisha hatte so etwas wie einen Nervenzusammenbruch. Weißt du weswegen? Sie hat etwas in ihrem Englischbuch gefunden und ist erschrocken. Was es war, konnte ich nicht sehen. Die Antwort scheint den Boten zufriedenzustellen. Was gab es noch? Tja, was? Ich habe Dan Smythe dabei beobachtet, wie er heimlich Fotos geschossen hat von etwas auf dem Parkplatz. Gut, was noch? Sarius denkt nach. Was soll er weiter erzählen? Berichte mir von Eric Wu oder von Jamie Cox, hilft ihm der Bote auf die Sprünge. Er weiß schon alles, begreift Sarius, und er prüft mich. Sie haben miteinander gesprochen. Worüber? Keine Ahnung. Wie schade. Mit einer geschmeidigen Bewegung erhebt der Bote sich von seinem Stuhl. In der winzigen Stube wirkt er übermenschlich groß. An der Tür dreht er sich noch einmal um, als wäre ihm gerade etwas eingefallen. »Ich mache mir Sorgen«, sagt er. »Erebos hat Feinde und sie werden stärker. Einige davon kennst du, nicht wahr?« In Sarius Kopf stürzen die Gedanken durcheinander. Er wird nicht über Emily und Jamie reden, auf gar keinen Fall. Vielleicht über Eric? Nein, besser doch nicht. Aber sagen sollte er etwas, schleunigst. Der Bote wirkte ungeduldig. »Ich glaube, Mr. Watson hält nicht viel von Erebos, obwohl er bestimmt nicht viel darüber weiß, aber er versucht, die Leute auszufragen.« »Ein wertvoller Hinweis, danke.« Das Lächeln des Boten ist beinahe warm. »Nun beeile dich. Wer mir eine Feder des goldenen Falken bringt, wird reich belohnt.« »Welcher goldene Falke?« will Sarius wissen, doch der Bote hat ihm den Rücken zugewandt und verlässt ohne ein weiteres Wort den Raum. Sarius fragt sich durch. Beim Bäcker erfährt er, dass er sich südlich wenden und vor den Schafen in Acht nehmen soll. Der erste Fehler in dieser Welt, denkt Sarius. Schafe. Eine Bettlerin, der ein Goldstück schenkt, verrät ihm, dass er nach einer rosafarbenen Hecke Ausschau halten soll. Es ist mühsam und langwierig. Doch nach etwas mehr als einer Stunde hat Sarius endlich genug Informationen gesammelt, um sich auf den hoffentlich richtigen Weg zu machen. Prompt wird er unterbrochen. Wie immer ist es die Außenwelt, die stört. Sein Handy. Jamie. Sarius ignoriert es. Er hat zu tun, er muss aus der Stadt raus. Hoffentlich ist sein Schwert stabil genug, um gegen einen goldenen Falken standzuhalten. Eine weitere Stunde später ist er klüger. Er ist in die Richtung gelaufen, die der Torwächter an der Stadtmauer ihm gezeigt hat. Nach Süden. Er läuft und läuft, findet aber weder Schafe noch einen Falken. Dafür findet der Falke ihn. Überraschend und ohne Vorwarnung stürzt sich ein enormer, goldgleißender Vogel vom Himmel, leuchtend wie ein Meteorit. Sarius geht in Deckung, aber er hat keine Chance. Er steht mitten auf dem offenen Feld und der Falke packt ihn mit seinen Klauen, hebt ihn ein Stück in die Luft und lässt ihn fallen. Der größte Teil seines Gürtels wird grau, wird schwarz. Wegkriechen, schnell, bevor es zu spät ist. Die schrillen Raubvogelschreie und das quälende Schreien, das seine Verletzungen verursachen, vermengen sich. Sarius beißt die Zähne zusammen. Er hat noch Heiltrank. Er muss nur an sein Inventar kommen, bevor der Falke ihn ein zweites Mal erwischt. Doch sein Gegner lässt ihm keine Zeit. Er ist hoch in dem Himmel gekreist wie ein gleißender Drachen und macht sich nun wieder zum Sturzflug bereit. Sarius zieht sein Schwert. Er sieht den Falken auf sich zurasen, blendend hell. Eine weitere schwere Verletzung wird er nicht überstehen. Der Aufprall ist hart, metallisch. Der Verletzungston wird unerträglich, ist aber immer noch da. Das ist gut, das bedeutet Leben. Doch nun macht der Falke sich zum dritten Angriff bereit, der letzte sein wird. Ein Mückenstich würde reichen, um Sarius in seinem jetzigen Zustand zu töten. Nein, bitte, bitte nicht. Hektisch reißt er sein Inventar auf. Da ist der Heiltrank. Schnell. Der Vogel steigt noch. Vielleicht ist genug Zeit. Schnell. Doch der Trank wirkt nur langsam. Stück für Stück kehrt die Farbe zurück. Der Ton wird langsam, langsam, leiser. Währenddessen hat der Falke wieder ausreichend an Höhe gewonnen und bringt sich in Position.
Obwohl es sinnlos ist, versucht Sarius auf den nächsten Baum zuzukriechen, während der Falke auf ihn zustürzt und einen immer größeren Teil seines Gesichtsfeldes einnimmt. Soll ich ihn aufhalten? Der Bote, aus dem Nichts aufgetaucht, wie immer. Ja, bitte schnell! Das ist wunderbar. Sarius wird leben. Er wusste, dass auf dem Boten Verlass ist. Doch du musst etwas für mich tun. Sicher, gern. Sarius hat zugesagt. Also warum verscheucht der Bote das Vieh nicht? Er stürzt schon abwärts und es ist so schnell. Versprichst du es? Ja, ja, ja! Mit einer lässigen Bewegung hebt der Bote den Arm und der Falke vollführt eine scharfe Wendung nach links, schlägt mehrmals mit den Flügeln, steigt höher und verschwindet nach und nach aus Sarius Blick. Dann komm mit. Die Wirkung des Heiltranks hat eingesetzt. Sarius Gürtel ist fast gänzlich wiederhergestellt, der Ton kaum mehr als ein Summen. Der Bote führt ihn zu dem naheliegenden Baum und sie stellen sich in den Schatten. Je höher du steigst, desto anspruchsvoller werden die Aufgaben, die ich dir stelle. Das ist einleuchtend, oder? Ja. Diesmal ist es eine Aufgabe, die Nick Dunmore zu erfüllen hat. Macht er seine Sache gut, wirst du eine 7. Damit befändest du dich schon im Gehobenen der Gesellschaft. Schön. Dies ist die Aufgabe. Nick Dunmore soll Bryn Farnham zu einem Date einladen. Er soll dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlt und einen schönen Abend verbringt. Er soll ihr glaubhaft machen, dass er sie mag. Bryn? Aber wieso? Was hat das mit Erebos zu tun? Sarius zögert mit einer Antwort. Er versteht den Zweck der Aufgabe nicht und die Vorstellung erfüllt ihn mit Widerwillen. Alle würden es mitbekommen. Emily würde es mitbekommen. Keine Frage, denn Bryn würde es herumerzählen. Nun, wieso antwortest du nicht? Ich bin nicht sicher, dass ich es richtig verstehe. Wieso Bryn? Was hat das für einen Zweck? Es ist, als würde sich eine Wolke vor die Sonne legen. Die Welt wird grau. Du handelst nicht klug, Sarius. Neugier ist mir verhasst. Gut, in Ordnung, beeilt sich Sarius zu sagen. Ich tue es, einverstanden. Komm nicht wieder, bevor dein Auftrag nicht erfüllt ist. Wie vorhin, als er den Falken vertrieben hat, hebt der Bote die Hand. Und diesmal senkt sich Dunkelheit herab. Bryn, Nick rieb sich das Gesicht mit beiden Händen und stöhnte. Warum konnte es nicht wenigstens Michelle sein oder Gloria? Irgendeine von den netten, unauffälligen. Nein, er musste sich mit Bryn herumschlagen und ihrem aufgesetzten Getue. Wenn er tat, was von ihm verlangt wurde, würde er sie nie wieder loswerden, das war ihm klar. Außerdem würde sie es herumerzählen, wie sie es immer tat. Und Emily würde sich von ihm abwenden, obwohl... Dafür hätte sie sich ihm erstmal zuwenden müssen. Ratlos starrte Nick auf den schwarzen Computerbildschirm. Was brachte es dem Boten, ihm einen so sinnlosen und lästigen Auftrag zu erteilen? Wollte er ihn bestrafen oder nur sein Gehorsam testen? Angenommen, er ließ sich darauf ein. Was für eine Art Date sollte das werden? Im Café sitzen und über Nichtigkeiten reden? Burger essen bei McDonald's? Ein Spaziergang an der Thames inklusive Händchen halten? Oder, Gott bewahre, Kino, wo er aller Fluchtmöglichkeiten beraubt war und in Bryns Parfümwolke das Bewusstsein verlieren würde. Okay, Kaffee plus Nichtigkeiten. Da gab es wenigstens einen Tisch zwischen ihnen. Er würde sie schwafeln lassen, dazu nicken und vielleicht sogar lächeln, damit sie sich wohlfühlt und einen schönen Abend verbringt. Ein Level war dafür als Lohn viel zu wenig, fand Nick, kramte sein Handy heraus und stellte erstaunt fest, dass er Bryns Nummer wirklich eingespeichert hatte. Er drückte auf Wählen, legte aber wieder auf, während die Verbindung sich noch aufbaute. Er hatte keine Lust. Morgen war früh genug. Warum sollte er sich den heutigen Abend versauen? Ob er stattdessen Jamie zurückrief? Genau, damit der ihm wieder mit seinen Bedenken zu Erebos in den Ohren liegen konnte. Nein. Das Einzige, was er wirklich wollte, war spielen. Und das konnte er sich für heute abschminken. Wieder mal. Nick schnappte sich seinen iPod, stöpselte sich die Ohren zu und dachte an Emily. Ein Date mit ihr, das wäre ein Auftrag gewesen. Die Sache mit Bryn blockierte Nicks Gedanken dermaßen, dass die Chemiearbeit völlig in den Hintergrund trat. Erst nach dem Abendessen fiel Nick ein, dass er sie morgen abgeben musste. Er setzte sich an den Computer, tippte die handgeschriebenen Seiten ab, suchte sich noch die restlichen Informationen und ein paar Bilder im Internet zusammen und fügte sie irgendwie hinten an. Dann druckte er das Ganze aus und hoffte gegen jede Vernunft, dass Mrs. Gunter sein Geschreibsel mit einem A bedenken würde. Er hasste Chemie. Und Bryn, nicht zu vergessen, die hasste er auch.
Am nächsten Tag nach der Chemiestunde passte er sie ab, sorgsam darauf achtend, dass Emily nicht in Sichtweite war. »Hey«, sagte er. Sein ganzes Gesicht schmerzte vom falschen Lächeln. »Ich wollte dich was fragen.« Bryns Augen waren große blaue Scheinwerfer voller Erwartung. »Ja«, hauchte sie. »Was hältst du davon, wenn wir uns heute nach der Schule treffen? Wir könnten zum Beispiel in ein Café gehen.« »Oh, ja sicher. Wahnsinn.« Das letzte Wort hatte sie, nix Eindruck nach, mehr zu sich selbst als zu ihm gesagt. »Zum Beispiel ins Café Bianco. Wir könnten gleich nach der Schule hinfahren«, schlug Nick vor. »Also eigentlich hätte ich mich gern vorher noch zu Hause umgezogen und so.« Oh Hölle, sie würde 2 Stunden an sich herumlackieren und sich in den engsten und kürzesten Rock zwängen, der zu finden war. »Weißt du, Bryn«, sagte er und vertiefte sein Lächeln bis in den Schädelknochen, »ich finde, das hast du gar nicht nötig. Lass uns direkt hinfahren, wenn ich mal zu Hause bin«, er verdrehte die Augen, »dann kann es sein, dass ich totenmüde ins Bett kippe. So viel Schlaf kriege ich nicht in letzter Zeit.« Kam das wie eine Ausrede bei ihr an? Offenbar nicht. Sie kicherte und zwinkerte verschwörerisch. »Denkst du denn ich? Schlaf ist mittlerweile ein Fremdwort für mich.« Sie vereinbarten, sich nach dem Kunstunterricht an der U-Bahn-Station zu treffen. Nick hoffte, dass sie im Getümmel niemand gemeinsam sehen würde. 3 Minuten darauf entdeckte er Bryn vor der Physikklasse, wie sie gestikulierend auf Gloria und Sarah einredete. Worum es ging, wäre auch offensichtlich gewesen, wenn sie nicht ständig zu ihnen hinübergesehen hätte. Später, Nick saß allein im hintersten Winkel des Speisesaals und stopfte ohne großen Appetit ein Thunfisch-Sandwich in sich hinein, kam Jamie auf ihn zu. Sie hatten heute noch nicht miteinander gesprochen, und wenn Nick ehrlich war, so war das vor allem seine Schuld. Die Chemiearbeit und das Bryn-Date lagen ihm so schwer im Magen, dass er auf einen Streit mit Jamie nicht sonderlich scharf war. Doch wer sagte eigentlich, dass es Streit geben würde? Sie waren alte Kumpels. Nur weil sie sich bei einer Sache uneinig waren, musste das doch ihre Freundschaft nicht ruinieren. Genau, das würde er ihm jetzt klar machen. Jamie war blass um die Nase und sah ernst aus. »Schade, dass du gestern nicht zurückgerufen hast«, sagt er. »Hatte viel zu tun.« »Ja, sicher.« »Was tust du denn sonst so?« versuchte Nick, das Gespräch auf ungefährliches Terrain zu bringen. »Schon mit Darlene gesprochen? Das hattest du doch vor.« »Nein, Nick, ich möchte dir was zeigen.« »Zeigen? Das klang gut. Es klang nicht, als wollte Jamie ihm schon wieder das Spiel ausreden.« »Okay, was ist es?« Aus seiner Hosentasche zog Jamie ein doppelt zusammengefaltetes Stück Papier und drückte es Nick in die Hand. »Das habe ich gestern eingeklemmt im Gepäckträger meines Fahrrads gefunden.« Nick faltete das Papier auf und glaubte im ersten Moment, er hätte ein Déjà-vu. Auf dem Zettel war ein Grabstein gezeichnet, nicht sehr geschickt, aber erkennbar. Die Inschrift lautete: »Jamie Gordon Cox, starb an Neugier und unwillkommener Einmischung. Möge er in Frieden ruhen.« Neben die Buchstaben hatte der Verfasser Blutspuren gemalt, dicke Tropfen, die den Grabstein herunterliefen. »Ziemlich blöder Scherz«, sagte Nick. »Hast du eine Ahnung, von wem das kommt?« »Nein. Ich glaube, in dieser Szene kennst du dich besser aus.« Er würde sich von Jamies Seitenhieben nicht provozieren lassen. »Die Schrift kommt mir nicht bekannt vor. Ich könnte nicht mal sagen, ob sie von einem Mädchen oder einem...« »Das ist eine Drohung, kapierst du das?« unterbrach ihn Jamie. »Eine Todesdrohung und eine ziemlich deutliche noch dazu. Ich soll mich nicht einmischen und meine Nase aus eurem Spiel raushalten, sonst...« Er vollführte mit der flachen Hand eine Kopfabgeste. »Das nimmst du doch nicht ernst«, fragte Nick. »Das ist ein blöder Witz. Wer soll dich denn bitte umbringen?« Jamie zuckte mit den Schultern. Er sah tatsächlich mitgenommen aus. »Wer sagt überhaupt, dass es etwas mit...« »Also du weißt schon, womit zu tun hat. Da kannst du dir doch gar nicht sicher sein.« Dumm nur, dass Nick sich selbst sehr sicher war. Das zweifelhafte Kunstwerk stammte garantiert von jemandem, der irgendwann einen nächtlichen Spaziergang auf Erebers Friedhof unternommen hatte. »Ich bin doch nicht dämlich«, schnaubte Jamie. »Worum soll es denn sonst bitte gehen? Was denkst du, welche unwillkommene Einmischung gemeint ist? Dass ich mich in der Schulküche über zu wenig Salz im Nudelwasser beschwert habe?« »Okay, aber du wirst es doch nicht ernst nehmen? Es ist Quatsch, weiter nichts. Jemand will dich erschrecken und du lässt dir tatsächlich Angst einjagen. Das ist unnötig, ehrlich.« Jamie sah ihn lange an, bevor er wieder etwas sagte. »Was war dann mit Aisha? Warum hat sie letztens geschrien? Und das Mädchen aus der 7., Zoe, was war mit ihr?« »Keine Ahnung, frag sie doch.« Jamie lächelte bitter. »Genau das habe ich getan. Ich habe mit beiden geredet und sie gefragt, was es war, das sie so erschreckt hat. Jetzt rate mal. Sie sagen nichts, stumm wie Fische.«
Wahrscheinlich haben sie längst verstanden, dass sich jemand einen bescheuerten Scherz erlaubt hat. Nein, sie haben Angst. Ich habe gestern zwei Leute gefunden, die aus dem Spiel rausgeflogen sind. Die wollen auch nicht darüber reden, jedenfalls noch nicht. Aber ich glaube, einer davon überlegt es sich. Vielleicht geht er zu Mr. Watson, zumindest habe ich ihm das vorgeschlagen. Erzähl mir nichts davon, dachte Nick, bitte sei still. Was soll ich sonst tun, wenn mich der Bote nach dir fragt? Er sah sich hektisch um. Hörte jemand zu? Nein. Nein, die Tische in der Nähe waren alle nicht besetzt, und die Leute, die weiter weg saßen, waren alle in ihrem eigenen Gespräch vertieft. Siehst du hast doch selbst schon den totalen Verfolgungswahn, rief Jamie. Warum? Erklär's mir. Nicht so laut, zischte Nick unwillkürlich. Ich habe keinen Verfolgungswahn. Du verstehst das einfach nicht. Es ist sehr komplex und sehr spannend, aber man kann es auch leicht kaputt machen, und das wäre eben schade. Deshalb kann es sein, dass ein paar Leute von denen überreagieren, wenn jemand den Spaß verderben will. Spaß, flüsterte Jamie und hielt Nick die Zeichnung unter die Nase. Das ist Spaß. Er faltete den Zettel wieder zusammen und steckte ihn in die Hosentasche. Ich werde das Mr. Watson geben. Der ist seit dem Zwischenfall mit Aisha sehr besorgt. Er hat schon mit einigen Schülern gesprochen und will demnächst auch die Eltern kontaktieren. Vielleicht hilft ihm der Wisch hier weiter, vielleicht erkennt er die Schrift. Jetzt übertreib doch nicht so. Warum kapierte Jamie nicht, dass alles ein Spiel war? Gerade weil es immer wieder in die Wirklichkeit hinüberschwappte, war es so faszinierend. Aber deswegen würde ihm noch lange keiner der Spieler ein Haar krümmen. Ich möchte wissen, ob ich mit dir rechnen kann, wenn es hart auf hart kommt, sagte Jamie. Sind wir noch Freunde? Klar sind wir Freunde. Aber diese Panikmache wegen einem oder zwei Idioten, die Pseudodrohbriefe schreiben, ist echt lächerlich. Das kannst du mir glauben. Wenn du den Zettel Mr. Watson gibst, wird er die Sache unnötig aufblasen und es gibt nur Ärger. Jamie legte eine Hand auf die Hosentasche. Wenn der Ärger die richtigen Leute trifft, ist es okay, sagte er und stand auf. Bevor er ging, beugte er sich noch einmal zu Nick herunter. Willst du nicht lieber aussteigen? Mach Schluss damit. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, das spüre ich irgendwie. Nick schüttelte den Kopf. Du machst viel mehr Theater um die Sache als nötig. Mir macht es Spaß, es ist ein Abenteuer, verstehst du? Du kannst noch nicht mal frei heraus sagen, dass es ein Spiel ist. Nick starrte ihn wütend, aber wortlos an. Was wusste Jamie denn auch von den Regeln? Diskret sein gehört nun mal dazu. Hätte er ihm Erebos abgenommen und es sich wenigstens angesehen, wäre er genauso begeistert. Emily wäre auch froh, wenn du es sein lassen würdest, hat sie gesagt. Emily soll sich weiter um Eric kümmern, stieß Nick hervor, und sich nicht in meine Angelegenheiten mischen. Jamie atmete geräuschvoll aus. Scheiße, Nick, sagte er, drehte sich um und ging.